bei uns, meine Damen und Herren. Goldmedaille, Olympiasieger im Rodel-Doppelsitzer. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, Patrick Leitner und Alexander Resch. Goldmedaille! Gold! Gold! Sensationell! Patrick Alexander, so ist richtig, oder? Ja. Kannst du hin? Unfassbar, ja, ja. Wir sind alle sehr stolz auf euch. Boah, das ist ja richtig, wir sind sehr stolz auf euch. Ich hab das gesehen, das war Hammer. Boah, die sind ja richtig schwer. Sensationell. Wie war's für euch? Unglaublich halt, ne? Wenn man das erste Mal dabei ist und man gewinnt gleich Gold, besser geht's ja gar nicht. Das ist im Rodeln, im Doppelsitzerrodeln haben wir ja lange keine Goldmedaille gewonnen, oder? Andauernd nur Goldmedaillen. Das ist schon die neunte seit 1964. Was? Bin ich schlecht informiert? Schlechtes Personal hast du, muss man ja, sagen. Ja, ja. Aber der Hackel Schorsch hat im Einzel doch immer gewonnen, oder? Ja, und im Doppel auch. Im Doppel hat er auch gewonnen? Ja, Hackel Schorsch ist Doppel gefahren? Der ist Doppel gefahren, 88, und hat einen vierten Platz gemacht. Aha. Wer ist von euch, jetzt kommt die beste Frage. Wer ist unten, wer ist unten? Ja, wer liegt unten? Ich liege unten und er liegt oben. Weil du liegst unten? Weil das schon immer so war und ich frage nicht, warum. Was das war schon das immer so? Was heißt, das war schon immer so? Wie lange kennt ihr euch denn? Der Größere liegt immer oben und der Kleinere liegt immer unten. Aus aerodynamischen Gründen. Das ist immer so schön mehr. Ja. Warum ist es so? Aus aerodynamischen Gründen? Ja. Wie erklärt sich das? Dass der untere vom oberen verdeckt wird? Richtig. Ach, ist es so, echt? Ja, weil ich mir. Was wiegst du? Ich habe knappe 90 Kilo. Knappe 90 Kilo. Und du hast? Ja, so um die 75. Das heißt, er liegt auf dir? Ja. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja? Es ist nicht so toll, ne? Ja, wie ist das während der Fahrt? Da in den Kurven, da ist das doch, da kommt doch bestimmt ein Mehrfaches des Körpergewichts dann nochmal dazu. Ach, für mich ist das ganz angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, und für dich? Ja, wenn wir in der Früh Training haben, dann darfst du dir mal eine Semmel nicht zu viel essen. Achso, darf man keine Brötchen zu viel, ich übersetze es mal kurz. Brötchen zu viel essen. Das heißt, wie oft trainiert ihr? Zweimal am Tag. Zweimal am Tag. Wie kommt man überhaupt zum Rodeln? Das ist ja, sagen wir mal, so ein Sport, den als Leistungssport zu betreiben, also hobbymäßig, wenn mal Schnee liegt, auf den Schlitten setzen und so, das ist ja klar. Aber wie kommt man leistungssportmäßig zum Rodeln? Ist bei uns in Bayern Schulsport und... Das ist Schulsport? Ja. Ach, tatsächlich. Aber so viele Rodelbahnen gibt es doch da auch nicht, oder? Ja, aber so eigentlich, Eisbahnen. Das klang ja. Wo war das genau? In Königssee. Königssee. Ja. Da wart ihr beide auf so einem Sportgymnasium, oder wie nennt sich das? Ja, genau. Christophorus-Schule. Christophorus-Schule, ja. Und wir haben mal einen interessanten Ausschnitt von euch aus dem bayerischen Fernsehen. Ja? Und da würde ich mal gerne wissen, was ihr da gesagt habt. Schauen wir uns das mal an. Habt ihr Schlitten schon öfter zerlegt eigentlich und wieder zusammengebastelt? Oder einige Stürze in eurer Karriere sind ja schon passiert, oder? Wie viel waren es denn? Ja, ich glaube, 5 Händeln haben wir bestimmt schon drunlaminiert. Und also wie oft dass die Schale eingerissen ist und zusammenlaminiert habe, das kann ich jetzt nicht sagen. Also, was war? Was war genau los? Soll ich das mal übersetzen? Ja. Also die weggefahrenen Hörnchen, ja. Das sind die Dinger, die da vorne so hoch gucken, ja. Mit denen man lenkt. Ja. Und wenn man da halt von der Ideallinie abkommt und in einem ungünstigen Winkel an die Bande fährt, dann fliegen die weg. Ah, okay. Und das heißt auf Bayerisch, dann fliegen die Händeln weg. Dann sind die Händeln weg. Händeln fliegen weg. Genau. Ah, verstehe. Und die muss man dann wieder an. Lass uns doch mal ein bisschen in der Praxis damit umgehen. Wir haben halt, ihr habt da was mitgebracht übrigens, gell? Ah, das ist super. Das und zwar, wenn man das dachte, das bringe ich da mit, weil wenn du das nächste Mal gegen die Regina Holmich boxen tust, dann kannst du das wenigstens ein bisschen am Wadel zwicken. Sehr gut, das hättest du mir mal früher geben müssen. Hier, schauen Sie sich das an. Das sind diese Handschuhe, wo ich mich immer gefragt habe, kann man das mal ein bisschen. Ja. Ja, das sind diese Handschuhe, damit man schneller wegkommt. Anschieben tut ihr beide, oder? Ja. Tut man. Ja. So, das heißt also, wir beide müssen. Ich spiele jetzt mal den unteren. Ja? Den unteren? Ja. Da würde sie vorkommen wie in einem Schaukelstuhl, wenn er auf dir drum liegt. Ja.
Ja, lass uns mal, wir haben da vorne. Wir haben davor einen Rudel. Einen echten Rudel aufgebaut. Ihr seid beide beruflich, kann man das ja nicht, bei der Bundeswehr. Ja, oder? Sportsoldaten. Sportsoldaten. Ah, das ist ja sehr praktisch. Da braucht man ja gar nicht arbeiten, oder? Da kann man ja. Du blöder Hund, du. Ja, was? Ja, also hier, das ist jetzt, sagen wir mal, ist das so ein Rodel? Habt ihr eigentlich die Rodlerin aus Venezuela gesehen? Ja, haben wir gesehen. Ja, und? Ja, ich glaube, die rodelt nimmer und das. Unter der möchte man nicht liegen, oder? Die ist wahrscheinlich deswegen auch nur einzeln gefahren. Ja. So, also, was muss ich jetzt theoretisch machen? Ich liege unten. Du legst dich einfach hin und bleibst einfach ruhig. Das ist das Beste. Ja, okay. Das ist jetzt, okay. Wie, also, muss ich mich jetzt nach hinten lehnen, oder was? So. Also normal hat man da, normal hat man da noch einen Sitz. Ach, da ist noch ein Sitz? Ja, ja. Ah, okay. Sitzt du auf mir quasi drauf, auf meinem Schoß oder vor meinem Schoß? Nein, nein. Ich habe hier einen Sitz und liege eigentlich nur hier auf deinen Rippen auf, oder? Ah, okay, verstehe. Da bist du. Wenn ich richtig wild werde, kann ich dir auch mit den Handschuhen in die Rippen greifen. Liegt der unten ist, liegt der komplett auf oder hängt hinten noch was vom Oberkörper über? Ah, da schaut nur der Kopf hinten raus. Ah, da schaut nur der Kopf weil so ist schon sehr anstrengend, auch für die Bauchmuskulatur, weil man sich hier überhaupt nicht abstützen kann. So, okay, pass auf. Dann, jetzt kommt dieses dieses Ziehen da. Ja, das simulieren wir jetzt mal. Okay, und dann legst du dich auch nach hinten und du guckst, ob alles richtig ist, ja? Okay. Die schimpft und dann. Eins, und ich mach dann hier den, ne? Bei drei fahren wir los, okay? Okay, eins. Zwei. Und sie müssen hopp, 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 ne? Und drei. Und. Hopp, 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 ja, sensationell. Ja, kommt ruhig her. Ja, dann wünsche ich euch, wie geht's weiter? Sind jetzt noch Wettkämpfe, Weltcup-Rennen und so weiter und so fort? Ja, wir müssen uns jetzt erst einmal aus den Strapazen von Salt Lake City erholen, weil es war doch anstrengend nach dem Rennen. Ja. Was, gesoffen oder was? Ein bisschen, ja. Ja, was heißt ein bisschen? Ja, natürlich. Ja. Du stinkst ja jetzt noch nach Alkohol. Ja, gut. Danke schön. Nochmal Glückwunsch, sensationelle Leistung. Wir sind alle sehr stolz. Wir sind alle sehr stolz und weiter so. Ja, das nächste Ziel ist, gibt es eine Weltmeisterschaft dieses Jahr? Ja, ja, in Sigulda. In wo? In Lettland. Ah, in Lettland. Da gibt es doch bestimmt auch was zu gewinnen, oder? Ja, ja, meistens eine Medaille. Aus. Ja, dann würde ich sagen, tschüss. Wie du zückst, gell? Ja, vielen Dank, dass ihr zu uns gekommen seid. Viel Erfolg bei den, bei den Weltmeisterschaften und weiter so. Gold! Herzlichen Glückwunsch, meine Damen und Herren. Danke. Patrick Leiter und Alexander Rech. Was? Schlecht wär's nur gut, Herr Mike. Was? Und der Schlecht darf nicht mehr gehen. Ach so, ja.